Auf dieser verhangenen Hochebene in Zentralmexiko befindet sich der Ursprung der Welt, zumindest wenn man den Ureinwohnern Glauben schenkt. Immer wieder reisen Menschen hierher in die Wüste, um spirituelle Erfahrungen zu machen. Vehikel ist dieser unscheinbare Kaktus, der Peyote genannt wird und halluzinogene Eigenschaften hat. Das ist eine mystische Pflanze. Die Menschen hier haben sie verwendet, um zu ihren Göttern zu reisen. Im Fruchtfleisch der Kakteen ist Mescalin enthalten, das als starkes Betäubungsmittel gilt. José Luis wohnt in der Wüste und hat vielfältige Erfahrungen mit der Pflanze gemacht. Der Kaktus kann Menschen bestrafen, die selbst böse Dinge gemacht haben. Manchmal muss ich diesen Leuten helfen. Ich lese sie auf und kümmere mich dann um sie. Wenn ich sie allein lasse, können sie einfach verschwinden, auch wenn sie nicht tot sind. Ernte und Konsum der Pflanzen sind allerdings auch in Mexiko verboten. Der örtliche Bürgermeister ist um den Ruf der Stadt besorgt. Ja, wir haben unseren Ruf weg, aber ich würde gerne jedem mitteilen, dass die Stadt mehr ist als der Kaktus. Sie ist eine alte Bergbausiedlung. Wir haben unsere eigene Geschichte. Früher lockte die Region Goldsucher in Scharen an. Die heutigen Besucher sind ebenfalls auf der Suche, aber eher nach sich selbst.